Jetzt müssen sie von den Wolken runterkommen. Der Weg ist aber nicht so lange. Hier sind sie gleich auf der Bühne. Unglaublich. Sertab Erener, eine Riesenüberraschung. Sie waren ganz gut gewettet, aber nicht als Top-Favorit. Aber auch wir Deutschen können wirklich sehr zufrieden sein. Der 12. Platz ist ein großer Fortschritt für das deutsche Team um Ralf Siegel. Der 12. Platz. Und das sollte ich nochmal korrigieren. Russland ist Zweiter, Belgien Dritter. Natürlich ist es so rumgelaufen. Türkei Erster. Zweiter Russland. Und als Dritte Urban Trap für Belgien. Tell us please, girls. Girls, tell us please. Blumenglückwünsche für die türkischen Sängerinnen. Ich habe sie Anfang der Woche in der Hotellobby getroffen und habe gesagt, dass der Song sehr interessant sei. Aber sie war ganz bescheiden und sagte, ja, wir hoffen, wir machen einen ganz guten Platz. Wir singen auch in Englisch. Das hat in der Türkei erst große Kritik hervorgerufen, weil es das erste Mal war, dass ein türkischer Beitrag ganz in Englisch war. Aber es hat sich doch ausgezahlt. Die Türkei hat gewonnen. Großer Jubel und auch ein Feuerwerk hier in Riga. Über den Kirchen der Stadt, links der Dom, rechts die Peterskirche. Man hört es sogar hier ballern in der Kabine. Die Bühne können wir jetzt nicht mehr sehen, obwohl wir nur etwa 30 Meter von ihr entfernt sind. Dieses großartige Bühnenbild, weil die türkischen Fans genau vor uns stehen. Und jetzt werden gleich die Preise überreicht. Well, and here to present the awards to our winners is Riga City Mayor Gundas Boyars. Gundas Boyars, der Bürgermeister von Riga. Girls, be ready to get the presents. The composer, Sertab Erener and Demir mit der Trophäe für die Komponistin, Demir, das ist nicht Sertab Erener selbst, mit ihrem Texter Demir Demirkan. Da ist Sarah Yoon von der EBU, von der Europäischen Rundfunkunion. Und gleich führen sie uns nochmal diesen wirklich spannenden Song auf, der diese Krone gewonnen hat, den 48. Grand Prix Eurovision, den Eurovision Song Contest, der wirklich einer der spannendsten und besten war der vergangenen Jahre. And here we have a great party tonight. Yes. And if you want to hear those songs one more time, then es gibt natürlich auch wieder in diesem Jahr eine CD mit den Liedern des Grand Prix 2003. Und jetzt nochmal den Siegertitel. Every Way That I Can. Sertab Erener für die Türkei. You're moving on a different coast, making a way for a distant coast. You say you love me and you roll your eyes, turn to stare at the empty skies. I thought it was over and it passed all that. All we know is to pass back to grade number one. Come on now, now I want to show you all again what it would be like. Just let go and let me love you every way that I can. I'll try to make you love me again every way that I can. I'll give you all my love affair every way that I can. I'll cry, I'll die, make you mine again. Ha! Like I should, I know what you're thinking. Good, now rest of the world is over. Tell me what you see in other girls all around. Come on closer and tell me what you don't find here. Come on now, now I wanna give you everything you've been missing out. Just let go and let me love you. Every way that I can, I'll try to make you love me again. Every way that I can, I'll give you all my love affair. Every
in Riga für die Türkei, die den Grand Prix gewonnen hat. Und wir haben die Platzierungen jetzt nochmal nachgezählt und nachgerechnet. Zweite sind doch die Belgier geworden mit 165, dann die Russen mit 164, dann Norwegen, Schweden, Österreich und Polen. Und an 12. Stelle ein sehr guter Platz für Deutschland und das Team von Ralf Siegel und Lou. Herzlichen Glückwunsch. Gleich geht's hier weiter im Ersten mit der Grand Prix Party direkt aus der Reeperbahn, von der Reeperbahn in Hamburg und aus Riga mit Axel Bulthaupt. Und da bleiben Sie doch sicher dran. Mein Kollege Manfred Witt und ich hier in Riga verabschieden sich und wünschen Ihnen in Deutschland noch eine spannende